Hallo. Claudia ist mein Name. Ich rufe an von der Handelsplattform, auf der Sie sich registriert haben. Von was nochmal bitte? Da hat es gerade geknackt in der Leitung. Ah, Entschuldigung. Sie haben sich auf unserer Handelsplattform registriert, auf dem Xtrade Plus. Und ich bin Ihr Kundenberater und würde gerne mit Ihnen Ihr Handelskonto aktivieren. Oh, das ist ja, das kommt mir gelegen. Ich bin heute zu Hause, ne? Ah, das ist ja super. Ja, Sie hören sich sehr nett an, da freue ich mich drauf. Dankeschön. Ich hatte gerade so ein ganz schlimmes Telefonat mit dem Nachlassgericht, ne? Eieiei, die waren so unfreundlich da. Ah, die sind alle unfreundlich da. Haben Sie das auch schon erfahren müssen? Das ist echt, ist nicht schön. Ich glaube, da können Sie nichts wieder gut machen, ne, weil da ging es um den Nachlass von meiner Frau, die ist letzte Woche gestorben. Oh, mein Beileid. Dankeschön. Ja, es war absehbar, ne, aber ich weiß gar nicht, ich will Sie ja damit auch nicht belasten, ne, So, wir wollten ja wegen den Finanzen. Ich nehme mir mal was zu schreiben, ne? Da gibt es ja sicher ein bisschen was zu besprechen. Ja, genau. Haben Sie denn schon mal Erfahrung damit gehabt? Nee, noch überhaupt nicht. Ich habe mich jetzt tatsächlich so in dem Moment, wo halt klar war, dass das mit meiner Frau nicht mehr wird, ne? Da habe ich halt so ein gesaut, ne? Weil bei uns war das so ein bisschen umgedreht. Meine Frau war die das Geld verdient hat, und ich habe mich, sag ich mal, um den Hof halt gekümmert. Wir haben so einen mini-landwirtschaftlichen Betrieb, ne? Also inzwischen macht das mein Sohn, und ich habe mich halt mit dem so unterhalten, und der meinte, es wäre ganz gut, da mit diesen Internetsachen was zu machen, weil die Bank, ne, wenn man denen Geld gibt, die machen da ja nichts mehr mit, außer dass es da rumliegt. Und da wollte ich mich halt mal so informieren, ne? Ich muss zugeben, ich habe es nicht ganz verstanden, aber... Ja, dafür habe ich sie jetzt, ja. Ich habe auch nach einer Telefonnummer gesucht auf der Seite, aber ich habe keine gefunden. Sonst hätte ich schon mal angerufen bei Ihnen. Wir hatten Sie auch schon ein paar Mal versucht, aber Sie waren nicht zu erreichen. Aber jetzt kommen wir ja zusammen. War in der Situation jetzt natürlich auch mit anderen Sachen beschäftigt, ne? Aber es ist... Ja, glaube ich. Ich freue mich, dass Sie mich da nicht vergessen haben. Auf gar keinen Fall. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, dann würden wir das einfach zusammen machen. Ja doch. Ich bin jetzt bereit. Je nachdem, wie lange brauchen wir dafür? Wir brauchen nicht so lange, so um die 10, 15 Minuten. Wir bekommen aber auch einen Finanzexperten an die Hand. Also da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Das ist jemand, der Ihnen auch alles erklärt, mit dem Sie auch alle Fragen klären können. Und das ist ja ein automatisches Handelssystem, das berechnet täglich Ihre Gewinnpositionen an der Börse. Pardon? Und das Darf ich gerade nochmal zwischenfragen? Automatisch, wie der Otter im Wasser? Nee, automatisch. Automatisches Handelssystem. Automatisch, was muss ich mir darunter vorstellen? Das rechnet für Sie selbst. Also Sie müssen nicht am PC sitzen und die ganzen Gewinne im Blick behalten, sondern das passiert alles automatisch aus dem System heraus. Ach so, das ist wie wenn ich jetzt, sag ich mal, mir einen Film runterlade. Da drücke ich einmal auf Runterladen, dann muss ich da nichts weitermachen. So kann man das vergleichen? Ja, genau. Genau, richtig. Sie sind da einmal angemeldet und wie gesagt, es ist auch jemand bei Ihnen die ganze Zeit. Er ist immer zu erreichen, wenn Sie Fragen haben, und da müssen Sie selber nicht kontrollieren. Jetzt können Sie mir aber gerade nochmal, das hört sich sehr gut an, ich hatte mir so ein paar Seiten angeschaut, von welcher sind Sie denn nochmal? Dann rufe ich mir das nebenbei nochmal auf hier am Rechner. Von der Maxtrade Plus. Können Sie mir da nochmal die Adresse buchstabieren, bitte? Ja, eine Sekunde. Also die vom Internet, ne? Nicht die Postanschrift. Mhm. Ja, eine Sekunde. Bitte? Sekunde, soll ich schreiben? Ja, eine Sekunde, bitte. Ach so. Entschuldigung. Ich bin nicht mehr der Jüngste, ne? Darf ich fragen, wie alt Sie sind? Ja, natürlich. Ich bin 78.
vorgestern ja, geworden. Danke. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Dankeschön. Ja, Herr Ritterhaus, die Seite können Sie sich leider nicht mehr aufrufen. Warum nicht? Sie haben sich da schon registriert und deswegen ist das jetzt nicht mehr möglich, da nochmal drauf zu gehen. Aber ich kann mir doch die Internetseite angucken. Die ist doch nicht kaputt, wenn ich mich... Oder habe ich die kaputt gemacht? Das verstehe ich jetzt nicht. Hallo? Ich schicke Ihnen einfach gleich die Login-Daten zu der Plattform. Dann können Sie sich nochmal anmelden. Das Problem ist, ich kann meine Brille heute nicht finden. Das wäre schon gut, wenn Sie mir das einfach buchstabieren könnten. Das dauert doch nicht lange. Ja, das kann ich leider nicht. Ich muss Ihnen das per Mail schicken. Welche E-Mail-Adresse habe ich da denn genommen? Ich habe nämlich mein Tablet kaputt gemacht und komme da nicht mehr rein in eine. Welche haben Sie denn da? Wir haben die taubenmann1977@web.de. Nee, da komme ich nicht mehr rein. Da müsste ich Ihnen eine andere geben. Das ist mit meinem Tablet zusammen kaputt gegeben. Gegangen. Entschuldigung. Wo waren wir gerade? Ich habe den Faden verloren. Ihre E-Mail-Adresse wollte ich mir buchstabieren. Ja, ja. Das ist Taube wie der Vogel. Ja. Dann zweimal die Zahl 8, da ist mein Enkelsohn geboren, und dann @aol.com, also nicht .de, sondern com. Ne? Ja, com. Mhm. Taube88@aol.com. Jawohl, da schicke ich Ihnen gleich auf jeden Fall die, da haben Sie auch Zugriff drauf gleich, ja? Das habe ich jetzt gerade aufgemacht, weil ich musste das nochmal nachschlagen. Ob das 2 oder 3 Achter waren, weil der ist ja am 8.8.88 geboren. Darum könnten das ja 2, 3 oder 4 sein und ich wollte das prüfen. Ist ganz verwirrt. Ja, dann schauen Sie in Ruhe. Ich bin gespannt. Solange können Sie mir ja mal so ein bisschen erzählen. Was kann man denn bei Ihnen wie sagt man das denn, profitseitig so erwarten? Das würden Sie mit Ihrem Finanzberater besprechen. Ach so, weil das wäre ja schon ein Thema, das mich interessiert, bevor ich irgendwo was abschließe. Können Sie das verstehen? Ja, kann ich verstehen, aber alle diese Fragen kann nur er beantworten. Ich bin dafür da, um Ihr Handelskonto zu aktivieren. Das ist ja auch schon mal was wert. Ja, auf jeden Fall. Also da müsste ein Startkapital eingezahlt werden von 250 Euro. Und da wäre eben die Frage, möchten Sie das per Kreditkarte einzahlen? Haben Sie eine Visa oder eine Mastercard? Och nee, hab ich nie besessen in meinem Leben. Geht das denn trotzdem? Haben Sie PayPal? Was habe ich bitte? PayPal? Das sagt mir nichts. Dann müssten wir es mit einer Banküberweisung machen. Ist das auch in Ordnung für Sie? Ich wohne im Prinzip über der Sparkasse, wo ich Kunde bin. Das ist sogar der einfachste Weg für mich, ne? Ja. Ich kann da immer runtergehen und mir einen Kaffee holen, weil ich stelle immer deren Mülltonnen mit raus. Das ist ganz praktisch, weil die fangen ja immer erst um 10 an zu arbeiten und da ist die Müllabfuhr ja immer schon weg und ich habe dann da immer das Kaffee- und Kuchenprivileg. Haben Sie denn die Möglichkeit, Online-Banking zu machen? Ja, das geht auch, weil heute haben die Ruhetag. Die sind nur Montag, Mittwoch und Freitag noch in Person da. Mhm. Und auch nur so 2 Stunden. Machen Sie das am PC oder machen Sie das durch eine App? Ich mache das hier am Computer, weil da der Bildschirm so schön groß ist, ne? Sonst ist das immer alles nicht so, mit der Bildschirmlupe geht das so einigermaßen. Es ist ja immer alles so klein geschrieben und mit den ganzen Paragraphen. Jetzt sind wir schon wieder bei den Bürokraten da. Könnt mich da so aufregen drüber. Ja, ich habe noch ein paar Fragen, bevor wir das Handelskonto aktivieren. Also das mit dem Alter haben wir ja geklärt. Ihr monatliches Einkommen ist über 1.500 Euro netto. Ist das korrekt? Ja, ich kriege ja Ruhestandsbezüge von der Firma meiner Frau. Ne? Das hat die alles geregelt für mich. Und damit wollte ich jetzt halt noch so ein bisschen, ne? Rabota, rabota, sagen die Russen immer.
Ja. Super, dann können Sie uns bei uns ja als Neukunde einsteigen. Das ist ja klasse. Ich würde Ihnen jetzt auf Ihre E-Mail-Adresse etwas schicken. Geben Sie da mir doch für ein paar Sekunden. Ja? Ach, Sie haben das noch gar nicht rausgeschickt. Ich suche hier schon wie verrückt. Nein, es ist noch nichts gekommen, aber ich bereite das gerade vor. Geben Sie mir gerade 2 Minuten. Ja, ich bin nur ein bisschen aufgeregt, ne? Weil das ist ja doch, das kann sich ja schon lohnen, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall. Wie lange macht Ihre Firma das denn so? Schon sehr lange. Was heißt denn das, so in Jahren in etwa? Also muss jetzt nicht in Monaten sein, das wäre unnötig kompliziert, ne? Bitte? Junge Frau? 9 Jahre. 9 Jahre, Entschuldigung, ich habe Sie gerade nicht verstanden gehabt. Sie hören sich aber auch noch, genau. Sie hören sich auch noch sehr jung an. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? 35. Nee, ich hätte jetzt 25 gesagt. Dankeschön. Ja, gern doch, ne? Jung gehalten haben Sie bestimmt nicht geraucht, ne? Hallo? Ja, ich mache Ihnen gerade die E-Mails fertig. Geben Sie mir kurz 2 Minuten. Ich bin sofort wieder da. Ja, das ist also Multitasking eher. Nee, Sie wollen das in Ruhe machen. Ja, dann halte ich die Klappe. Das ist kein Problem. Herr Ritterhaus? Ich bin bei Ihnen. Ich habe gewartet. Ja, die E-Mail ist raus. Jetzt können Sie mal schauen, ob sie angekommen ist. Ja. Ob ich auch die richtige E-Mail-Adresse notiert habe. Also ich sehe, ich habe hier sehr viel drin. Von welcher Adresse haben Sie denn gesendet? Laura.lier. Ja. @maxtradeplus. Haben Sie da was bekommen? Ich habe hier ganz viel Werbung von Thalia, weil ich immer Bücher bestelle. Gestern haben die mir 5 E-Mails geschickt. Das wird aber auch langsam lästig. Nee, was haben Sie denn notiert für eine Adresse von mir? Taube88. Ja. @aol.com. Na, das kommt dann sicher gleich. Von wo rufen Sie denn an eigentlich? Ja. Wir sind international tätig, unser Hauptsitz ist in London. Und wo halten Sie sich physisch auf, sozusagen? Auch da. So we can do this in English then. Yes, sure. It's nice. Better we do this in German. Of course we can. Just wanted to test if you're actually speaking English. Yes, no problem. Right. Ich habe leider noch keine Mail bekommen. Aktualisieren Sie einfach nochmal Ihr E-Mail-Account. Wie mache ich das denn? Klicken Sie oben ist ein runder Pfeil, da können Sie draufklicken. Also wenn ich da drauf drücke, geht der Monitor aus. Das meinen Sie doch bestimmt nicht ernst, oder? Also nein, da ist, Sie können auch in Ihre E-Mail-Adresse reinklicken und da einfach auf Enter drücken, dann aktualisiert sich das auch. Die Enten-Taste? Oder Sie klicken. Ja. Nee, oben in der E-Mail-Adresse. Oder Sie klicken einfach nochmal auf Posteingang. Nun gut, neue E-Mails. Nee, da ist das letzte von gestern, was ich bekommen habe. Ich schaue nochmal bei der Werbung rein. Also schauen Sie auch mal im Spam-Ordner. Ja, sagte ich ja gerade, bei der Werbung mal gucken. Mhm. Ja. Da sind zwar Sachen von heute drin, aber das ist alles Sachen, die ich kenne, mehr oder weniger. Alarm im Darm. Nee, das ist nicht von Ihnen. Können Sie es vielleicht nochmal schicken? Also bei mir ist es auf jeden Fall rausgegangen, es sei denn, Ihre E-Mail-Adresse ist nicht die 88. Na doch, 88, also doch. Alles zusammengeschrieben, ne? Kein Komma oder irgendwie sowas dazwischen. Nein. Nein. Gut. Na, dann können wir jetzt nur das Wartespielchen spielen. Aber wenn Sie sonst sagen, Sie schicken das von Great Britain rüber, da kann das ja auch ein bisschen dauern, ne?
Ja, normalerweise müsste es schnell da sein. Das kommt ja, es ist ja überall Sturm im Moment. Das hat ja bestimmt auch irgendwie, ich kenne mich da ja nicht aus, aber sag mal, die Postgesichter, die sind da ja auch immer betroffen. Ja, geben Sie mir noch mal kurz eine Minute. Ich schaue noch mal gerade bei uns im Postausgang. Ja, also bei mir ist es nicht angekommen. Herr Ritterhaus, sind Sie auch per WhatsApp erreichbar? Bin ich was, bitte? Sind Sie per WhatsApp erreichbar? Ich bin Rentner. Ich dachte, da haben wir schon drüber gesprochen vorhin. Nein, ob Sie auch über WhatsApp erreichbar sind. Was bedeutet das? Gut, dann sind Sie es wahrscheinlich nicht. Ich würde hier nochmal was versuchen und mich nochmal nach ein paar Minuten nochmal bei Ihnen melden. Ist das in Ordnung? Ja, ich muss aber demnächst los zur Dialyse, ne? Also es wäre schon gut, wenn wir das über die Bühne kriegen. Können Sie es nicht einfach nochmal rausschicken? Noch. Ja, eine Sekunde. Okay, Herr Ritterhaus. Ja? Wir machen jetzt mit Ihnen ein Gesprächswort aus. Sie suchen sich ein Wort aus. Das kann alles sein, Ihre Lieblingsfarbe, Ihr Lieblingstier. Ich werde mich nach einer Zeit nochmal bei Ihnen melden. Die E-Mail sollte eigentlich bei Ihnen durchgehen. Dann gucke ich doch nochmal. Das kann ja nicht daran scheitern. Sie haben Taube, aber nicht mit H wie Heinrich geschrieben, ne? Weil das machen manche Leute. Können Sie einmal buchstabieren zur Sicherheit? T-A-U-B-E. Und dann? 88. Haben Sie denn die Zahlen geschrieben oder haben Sie das Wort ausgeschrieben? Als Zahl. Gut. Ja, dann verstehe ich es auch nicht, was das Problem ist. Wenn Sie die E-Mail bekommen, machen Sie einfach, lesen Sie sich das durch, machen Sie den Zahlungsbeleg und ich melde mich einfach, sobald es von Ihnen erledigt wurde und wir machen noch mal ein Gesprächswort aus mit Ihnen. Was sollte denn erledigt werden von mir? Sie bekommen unsere Bankverbindung als E-Mail, die habe ich Ihnen rausgeschickt. Aha. Sie müssten dann die Banküberweisung machen und wenn Sie das haben, melde ich mich noch mal bei Ihnen. Ach, gucken Sie mal, da ist er. Ich hab's. Da ist es, gerade angekommen. Ja, so, gerade angekommen. Dann wollen wir das eben zusammen machen, dass ich das auch hinkriege. Ja. So, dann melde ich mich mal eben bei der Sparkasse an. Und dann gucken wir mal. Und ich kriege auch gerade noch einen Anruf vom Doktor, da muss ich kurz ran. Einen Moment bitte. So, der hat schon wieder aufgelegt, der Hund. Ja, Sie haben jetzt die E-Mail bekommen. Haben Sie die geöffnet? Ich habe die geöffnet, ja. Ich bin auch schon bei der Postbank drinnen. Haben Sie nicht gesagt Sparkasse? Ja, Sparkasse. Ja, und ich gehe jetzt bei online. Wie lange dauert denn das, wenn wir das jetzt fertig machen, bis wir dann loslegen können? Sie machen das am besten als sofort. Sofortüberweisung? Genau, als Sofortüberweisung. Dieses schnelle Ding da, ne? Das können wir machen. Genau, richtig. Ja. So, dann ich kopiere mir das alles eben, damit Sie nicht so lange warten müssen. Ja. Ich will das ja auch alles, sagen wir mal, über die Bühne auch kriegen, ne? Ja. Herr Ritterhaus, sollen wir als Gesprächswort das Wort Taube nehmen? Nee, das wäre bei der E-Mail-Adresse ja ein bisschen sehr offensichtlich. Schreiben wir doch mal Otter. Otter, bitte. Otter. Ja? O-Doppel-T-A, ja? Nein, Otter, wie oder das Tier. Otter, wie das Tier, alles klar. Ja? Ja? Das ist jetzt aber schon komisch. Die Adresse, die da drin steht, die IBAN, die ist korrekt, ja? Die ist korrekt, ja. Das ist seltsam. Ich habe hier jetzt nämlich eine Mitteilung auf dem Bildschirm. Da ist so ein rotes Ausrufezeichen und da steht, sehr geehrte Kunden,
auf die von Ihnen gewählte Bankverbindung können keine Überweisungen vorgenommen werden. Die Bankverbindung wurde von der Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen wegen verdächtigter Aktivitäten vorübergehend gesperrt. Es wird dringend vor Überweisungen an Personen abgeraten, die in Zusammenhang zu der von Ihnen gewählten Bankverbindung stehen. Wir zeigen diesen Hinweis auf Anweisung der Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen. Sie gibt nicht zwingend die Ansicht der Sparkasse wieder. Was bedeutet das? Das kann eigentlich nicht sein. Die IBAN ist korrekt. Ja, ja, das hatte ich ja bestätigt. Ihr sagt, das ist gesperrt worden wegen verdächtigen Aktivitäten. Das ist schon seltsam. Ja, dann würde ich das nochmal mit unserer Finanzabteilung abklären und mich nochmal bei Ihnen melden. Haben Sie da denn vielleicht eine andere Adresse, die Sie mir schicken können? Also eine andere IBAN-Nummer. Sie können es noch als Standardüberweisung probieren, Herr Ritterhaus. Ja, das manchmal kann, klappt das nicht als sofort. Ach so, naja, wenn da steht, dass Sie Probleme mit der Finanzaufsicht haben, wird das wahrscheinlich ja auch nicht helfen. Ja, ich werde das nochmal mit unserer Finanzabteilung abklären und mich bei Ihnen melden, Herr Ritterhaus. Das ist ganz lieb von Ihnen. Wie lange sind Sie denn im Dienst heute? Weil ich würde das schon gerne über die Bühne bekommen. Ja, bis 19 Uhr. Würden Sie dann einfach nochmal durchrufen, ja? Ich rufe nochmal durch, Herr Ritterhaus. Das ist ja ganz lieb, ne? Dann bedanke ich mich bei Ihnen. Danke, ich bedanke mich auch. Bis Tschüss. Dann, Wiederhören.